Liebe Laerinnen und Laer, auch diesmal darf ich Ihnen wieder einige Informationen geben. Der Sommer ist voll angekommen und es gibt vieles bei uns zu tun. Es gab einige Zeit sehr viel draußen zu tun bei den Pflanzen und ich darf mich wieder bedanken, die alle unsere Rabatte so schön pflegen, auch die Grünanlagen. Und Sie dürfen versichert sein, auch wir von Seiten des Bauhofs sind intensiv daran bemüht, all das zu bewältigen. Viel Wasser wird gebraucht, aber es blüht und ergrünt bei uns wunderschön und vielen Dank für Ihre Unterstützung. Dass uns die Natur sehr am Herzen liegt, das liegt ganz nahe, denn es gab in letzter Zeit eine Veranstaltung, das urbane Gatteln oder das städtische Gatteln, Gatteln in Laer hat es geheißen, da konnte man zu einer Veranstaltung kommen und sagen, ich würde gern, obwohl ich vielleicht eine Wohnung habe oder meinen Garten nicht für den Gemüse- oder Obstanbau verwende, würde ich gerne ein bisschen gatteln. Da gibt es jetzt in vielen Städten so ein Projekt, wo die Gemeinde ein Stückchen Grund zur Verfügung stellt, meistens ein sehr kleines, wo man gemeinsam mit vielen anderen in dieser Gemeinschaft gatteln kann und dann die Früchte wirklich selbst erntet und das heißt auch nachhaltig mit der Natur und der Umwelt umgeht. Und hier waren einige Leute da, die interessiert waren an diesem Garteln, aber es waren auch Landwirte da, die darüber nachgedacht haben, ob sie vielleicht Grund zur Verfügung stellen oder auch andere Grundbesitzer. Unter anderem hat sich einer gemeldet, der gesagt hat, er hat einen sehr großen Garten und den würde er gerne zur Verfügung stellen, wenn er gepflegt wird. Es wird eine Folgeveranstaltung demnächst geben. Wir werden einen Fachvortrag haben, was das Garteln, das natürliche und gesunde Garteln betrifft. Und gleichzeitig möchte ich, dass es wieder einen Austausch gibt. Sie wissen, das Miteinander ist mir ganz besonders wichtig. Gerne stellt die Gemeinde etwas zur Verfügung, aber vielleicht ergeben sich viele andere Synergien und viele andere Möglichkeiten des Zusammenarbeitens. Und das ist eine Chance für uns, dass wir uns gemeinsam auf einen Weg machen. Also wenn Sie es interessiert, in der nächsten Zeit werden Sie wieder auf LaTV oder auf der Homepage oder auch in unseren Aussendungen erfahren, dass es diese Veranstaltungen gibt und ich darf Sie herzlich dazu einladen. Ja, die Natur ist uns ganz wichtig, aber im Moment haben wir ein bisschen ein Problem mit den Tauben. Es sind zu viele, die da bei uns am Dach sitzen. Vor allem, wenn man frühmorgens zum Rathaus kommt, sieht man die Spuren, die vor dem Rathaus wirklich intensiv zu sehen sind. Und obwohl hier unsere Mitarbeiterin intensiv reinigt, bleibt leider doch vieles zurück. Und vor allem wird es gleich wieder verschmutzt mit dem Kot. Und auch hier bin ich dabei, einen Weg zu finden. Einer der Wege könnte sein, und da gibt es demnächst einen Termin, dass ein Falkner zu uns kommt und wir schauen, ob man einen Falken ansiedeln kann. Aber der erste Weg ist, der Falkner besucht uns mehrmals hintereinander und lässt seinen Falken fliegen. Und klar ist es dann so, dass sich die Tauben einen anderen Platz suchen. Es sind Lebewesen und sie brauchen genauso ihren Platz. Aber hier am Rathaus ist es sehr schwierig, denn die Fahrräder, die da stehen oder Kinderwegen, die vor dem Rathaus stehen, werden sehr oft mit dem Kot verschmutzt. Und es sind im Moment zu viele. Vielleicht gibt es hier eine gute Möglichkeit. Ja, was die Gemeinde angibt, hat es eine Reihe von Grundverkäufen wieder gegeben. Das freut mich sehr, denn das bedeutet, es wird wieder rege Bautätigkeit sein, auch die schönere Zukunft überlegt, weiterhin hier zu bauen. Und auch andere Wohnbaugesellschaften sind hier dran und Sie werden sehen, und ich darf Ihnen berichten, in nächster Zeit entsteht hier auch wieder einiges. Was die Geschichte angeht, was den Golfplatz betrifft, hier gab es eine Informationsveranstaltung von den Betreibern und ich habe Ihnen einmal schon erzählt, es geht hier um eine Haftung von 300.000 Euro. Ich weiß im Moment keine Lösung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir als Gemeinde das übernehmen, aber der Club ist an den gesamten Gemeinderat herangetreten und es wird hier Überlegungen geben. Wie gesagt, Haftungen, Sie wissen, das belastet uns im Moment sehr. Dieses Thema wollen wir nicht an uns ziehen. Klar wollen wir diesen Golfverein, weil es wieder Gäste herbringt und weil es wieder Möglichkeiten gibt für uns. Das lasse ich positiv weiterentwickeln. Aber dieses Geld ist vermutlich für unsere Bürger besser angelegt, wenn wir es in Straßen, Gehwege oder Ähnliches investieren. Wenn ich gleich auf ein paar Veranstaltungen noch hinweisen darf, und zwar haben wir vom 6. bis 8.7. haben wir ein Symposium des Institutes für Landeskunde im Thermenhotel Laer. Da geht es um Kindheit im Umbruch, Jahr 1945, eine sehr schwierige Zeit, aber mit hervorragenden Referenten und Tagungsteilnehmern. Wenn Sie das interessiert, gibt Informationen bei uns auf der Gemeinde und es ist eine Tagungsgebühr notwendig.
aber die ist, glaube ich, 15 Euro sind es, aber sie ist sehr, sehr interessant. Erkundigen Sie sich bitte bei uns und wenn Sie gerne daran teilnehmen, würden wir uns sehr freuen. Am Freitag, dem 24.07. ist 88,6 Tut gut Niederösterreich Tour bei uns auf der Wiese beim Schwarzen Peter. Auch da darf ich Sie ganz herzlich einladen und wir freuen uns, wenn Sie da dabei sind. Am 6.08. wird der ORF mit der NÖ Sommertour live hier aus Laa senden und wird bei uns sein am Stadtplatz. Und am Samstag, dem 25.07. wird das Land um Laa sich im G3 präsentieren mit Ständen und mit Attraktionen. Auch da darf ich Sie herzlich dazu einladen und darf mich auch wieder bei allen bedanken, die hier mitgemacht haben. Und vom 14. bis zum 16.08. ist unser traditionelles Zwiebelfest, zu dem ich Sie natürlich ganz herzlich einladen möchte. Und schon nächste Woche am Mittwoch kommt zu uns der Top-Club Paris Saint-Germain. Sie werden schon gehört haben, die Fußballer sind bei uns. Das gibt viele Zeitungsberichte schon, La Andataya und Paris Saint-Germain. Wir sind im Moment bei den Sportlern in aller Munde. Das ist eine gute Werbung für uns, dass wieder Gäste zu uns kommen und dass hier auch die Geschäfte belebt werden und Ähnliches und dass man aufmerksam wird auf uns. Die haben hier einen Trainingseinheit und werden im Hotel natürlich nächtigen, aber werden auch auf dem Sportplatz aktiv tätig sein. Allen, die damit mitgeholfen haben, dass dieser Top-Club zu uns kommt, ein herzliches Dankeschön. Und zuletzt darf ich auf das Ferienspiel hinweisen. Das Heftal gibt es für alle Kinder in der Schule und im Kindergarten. Es liegt auch bei allen Banken auf und auch bei uns können Sie es bekommen. Und ich würde mich freuen, wenn sehr viele Kinder daran teilnehmen. Danke den Vereinen und Organisationen, die sich bereit erklärt haben, den Kindern hier einen schönen Sommer zu bereiten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wunderbare Sommertage und den Schülern und Schülerinnen und den Lehrern und Lehrerinnen einen schönen Start in die Ferien. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.